Ich mache die kaufmännische Ausbildung bei der Konsumenteninfo AG. Ich arbeite hier am Kreuzplatz in Zürich und nebenan mache ich noch Leistungssport. Und darum geht meine Lehre 4 Jahre statt 3 Jahre. Wir haben eine Lehrstellenkoordinatorin an der Schule und ihr habe ich mitgeteilt, dass ich gerne in die Branche Marketing würde. Und dann hat sie Konsumenteninfo kontaktiert und dann durfte ich mich da bewerben. Ich bin in der Marketingabteilung und in der Abo-Verwaltung. In der Abo-Verwaltung tue ich telefonieren, habe mit Kunden Kontakt und in der Marketingabteilung tue ich Rechnungen erstellen oder Listen machen für Inserate, die bei uns in der Zeitschrift erscheinen. Sie ermöglichen mir, dass ich immer ins Training kann, wenn ich Training habe. Und das geht sehr flexibel und das schätze ich sehr am Betrieb. Vom Montag bis Mittwoch bin ich so 50-50 im Geschäft oder im Training. Am Donnerstag bin ich dann nur im Training und am Freitag habe ich dann nur einen halben Tag Schule. Am meisten interessiert mich Wirtschaft und Gesellschaft, weil ich es einfach sehr spannend finde und dort ist auch Marketing vorgekommen, wo ich mich schlussendlich auch dafür entschieden habe, in die Branche zu gehen. Hat mich sehr interessiert und ich finde einfach die Schule sehr flexibel und es passt optimal neben dem Sport mit der Trainingszeit und der Schulzeit zusammen. Mein Ziel ist sicher mal in die erste Mannschaft vom FC Zürich zu kommen. Und dann am liebsten würde ich in Deutschland oder England spielen können. Und mein Traum wäre beim FC Bayern München spielen. Und im Moment würde ich halt meine Ausbildung erfolgreich abschliessen und eventuell dann noch Berufsmatur nachholen. Ich habe mich schon früh für den Fußball interessiert. Eigentlich, seit ich konnte laufen, hatte ich einen Böller an meiner Seite, am Fuß. Und ich glaube, es ist ein bisschen durch meinen Vater gekommen, weil er auch schon Fußball gespielt hat. Ich glaube, ich habe einen guten linken Fuß, gute Technik. Ein starker Abschluss und bin spielintelligent. Und zu meinen Schwächen gehört sicher, dass ich noch aggressiver werden kann. Die Schnelligkeit ist auch nicht meine Stärke. Und den rechten Fuß kann ich auch noch mehr trainieren. Was es braucht, um ganz auf und anzukommen, ist natürlich, dass man wirklich daran glaubt, dass man dran bleibt. Dass man nicht nur das macht, was man dann in den 90 Minuten auf dem Trainingsplatz oder auf dem Fußballplatz oder im Spiel macht, sondern wirklich auch ein bisschen etwas mehr an sich arbeiten. Dass man aber nicht irgendwie nur das Gefühl hat, der Fußball ist der Weg, sondern auch in der Ausbildung, Persönlichkeitsentwicklung und im Beruf dort sicher auch einen zweiten Weg im Hinterkopf hat. Wenn man nebenan auf dem anderen Platz die erste Mannschaft sieht, trainieren, dann motiviert das einem sehr. Und auch die Nähe zu ihnen ist sehr spannend, um zu schauen, wie sie trainieren. Und wie gesagt, es motiviert einfach mega, um auch dort hinzukommen.